Das Faszinierende für mich beim Golf ist einfach, dass Golf so unberechenbar ist. Dass es eben von Tag zu Tag unterschiedlich ist und man da nie wirklich perfekt ist. Die Golfschule Michael Behrens existiert seit 2006 hier im Golfclub Thüsfelder Talsperre. Und es fing eigentlich damals an, dass ich während meiner Ausbildung von der ehemaligen Jugendwartin hier darum gebeten wurde, das Jugendtraining hier zu übernehmen. Das habe ich auch gemacht, ein Jahr lang, und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich hier mit meiner Golfschule sozusagen den Sprung ins kalte Wasser gestartet. Also grundsätzlich arbeite ich ja immer mit zwei Systemen. Das ist einmal dieses Video-Scope-System. Das System besteht aus drei Kameras aus drei verschiedenen Perspektiven. Und das sind Hochgeschwindigkeitskameras, die viele, viele Bilder die Sekunde machen. Und dann arbeite ich ja mit diesem Doppler-Radar-System, die wirklich jede einzelne Information über einen Schlag preisgeben. Jedes Detail des Schlages, sei es die Verdrehung der Schlagfläche nach rechts, nach links, der Abflugwinkel, die Geschwindigkeit des Balles, alles wird preisgegeben und an jeder Position kann man gut arbeiten. Manchmal sind die Spieler so ein bisschen erschrocken. Sie sehen dann eben im Video, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, und so ein Video ist eben die knallharte Wahrheit. Sie sehen dann eben, dass es vielleicht doch noch nicht ganz der Fall ist, was sie machen, weil eben manchmal auch das Bewegungsgefühl dort einfach in dem Bereich etwas täuscht. Ja, diese Trickshots spiele ich, weil ich einfach auch mit meinen ganzen Spielern, die ich betreue, koordinative Übungen mache. Das ist natürlich meistens im Jugendbereich der Fall. Das bedeutet, die müssen auch mal Bälle schlagen aus Situationen, die sie sonst nicht kennen. Eben ein sehr extrem hoch aufgetieter Ball, bewegende Bälle oder viele Bälle hintereinander, wo man eben diese ganzen koordinativen Fähigkeiten einfach schult. Also den Moment, ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt so einen Schlag spielt und den dann genau so trifft, wie man das möchte, und der dann auch vielleicht wirklich gerade ins Loch geht oder eben sehr nah an die Fahne geht, den kann man eigentlich gar nicht wirklich in Worte fassen. Weil man weiß, wie schwierig das ist, und es hat dann auch gerade mal wirklich so geklappt, wie man es sich natürlich wünscht. Und das ist, je höher man die Ansprüche natürlich hat, in den wenigsten Fällen in Wirklichkeit dann so. Das ist nicht in Worte zu fassen, unbeschreiblich, unglaublich gut einfach.